Hallo Welt, da sind wir wieder hier in Kyle Broslovskis Zimmer. Und nachdem wir jetzt seinen Widersacher erledigt haben, schauen wir uns doch hier mal ein wenig um. Was hat er denn hier alles so Schönes? Können wir hier nichts rausnehmen? Nein, wir können uns aber umgucken hier. Ja, da sind doch einige witzige Sachen bei, die wir vielleicht noch aus dem ersten Teil kennen oder aus der Serie an sich. Aber wie man sieht, rausnehmen können wir nicht. Zurück geht es mit C. Oh ja. Aha, noch ein Charakterbogen. Aber diesmal von Humankind. Ich glaube, so einen hatten wir noch nicht. War es das? Alles gut hier? Komm schon, machen wir ein Selfie, um unseren Sieg zu feiern. Ja, richtig. Oh. Ja, das ist aber cool, dass wir jetzt von so weit weg ein Selfie machen können. So, dann lachen wir doch mal etwas freundlich dabei. Und passt. Das wird Cartman gefallen. Oh, wir können noch einen Filter drüber legen. Ach so. Ach, wie schön. Filter Ludwig. Das sieht ziemlich düster aus. Ja, das hier gefällt mir. Claredon. Und dann nehmen wir das und. Hast du noch etwas zu sagen, Kai? Komm schon, machen wir ein Selfie, um unseren Sieg zu feiern. Nanu, haben wir das okay, nicht? Okay, ja. Zwei Helden, die abhängen. Ach so, das ist jetzt erstmal das Selfie. Und die Stimmung. Ich wäre soweit. Top. Und jetzt? Ich komme hier wohl nicht so schnell weg. Okay. Ja, gibt es hier sonst noch irgendetwas zu entdecken vielleicht? In diesem Schrank anscheinend. Aber da haben wir doch erst geguckt. Na, vielleicht später. Ja, wir sind dann mal wieder weg. Hi, ich bin Tauli. Wenn du ein Haus betrittst, kannst du ruhig alle Schubladen, Schränke und Türen öffnen. Ui, da. Das hat einen Goldgriff. Ja, hier haben wir uns schon gut umgeguckt in der letzten bzw. in der vorletzten Folge. Aha, ich habe die Kate-Basis fast fertig. Das wird super. Na, die wird aber nicht im Keller sein. Ich denke mal, sie wird draußen im Garten sein. Hat sich da denn irgendetwas verändert? Nein. Ich glaube nicht. Dann geht es jetzt, so ist der Plan zumindest, auf zu Craigs Haus, genau. Oder? Ah, da stopft immer wieder jemand was rein. Sehr schön. Hier oben waren wir zwar schon, aber ja, wir müssen noch mal gucken. Nein, da hat niemand mehr was reingelegt. Warum auch, wenn da sowieso immer alles rausgeholt wird? Und hier können wir natürlich immer noch nicht vorbei. Oder was sagt die Karte? Wir sind hier. Aha. Ja, da müssen wir noch ein bisschen was erledigen, um hier dann durchzukommen. Craigs Haus. Hey, du warst da eben irgendwie ziemlich fies zu mir, aber ja, da gucken wir nachher mal in unsere
Pässe am Essen. Das ist gesperrt. Hey, Selfie! 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 Na, sie sagt nichts. Sie guckt nur schräg. Na gut. Wo ist denn Craigs Haus? Nochmal auf die Karte geguckt. Und... Ach, da können wir aber noch ein Stück laufen. Ich denke mal, hier haben wir überall schon geguckt. Ah, wir kommen ein Stück weiter in diese Richtung. Sehr schön. Pass auf, das sind Sechstklässler. Das sind die übelsten, bösartigsten Wesen, die es gibt. Ihr habt doch keine Ahnung. Jeder weiß doch, dass Kiefers Mom die geilsten Titten hat. Alter, hör auf, ständig von den Möpsen meiner Mom zu reden. Zwing mich doch, Pickelfresse. Wollen wir ins Kino gehen? Vielleicht sind in Wonder Woman ein paar Titten. Kino ist lahm. Lasst uns ein paar Körbe werfen. Basketball ist doof, Mann. Sechstklässler sind viel zu stark für dich. Geh einfach weiter. Schau sie nicht mal an. Hey, seht meine dumme kleine Viertklässler. Du solltest besser verschwinden, du Penner. Ach. Nein. Hey, ich hab's gegen die Eichhörnchen gequält. Oh Gott, ist das schrecklich. Alter, wir haben schon gestern Eichhörnchen gequält. Wollt ihr vielleicht noch mehr von meinen coolen Tanzmoves sehen? Wer sagt denn, dass du coole Tanzmoves drauf hast? Das hat deine Mom gesagt, bevor ich ihre Titten anfassen durfte. Schaut euch das mal an, ihr Luschen. Jetzt schau dir das an, Mann! Denn ihr habt mich von Asche, ihr Schlampen! Ihr Tampons könnt nicht mal auf den Spielplatz! Ja, ich gebe zu, das war wohl zu gewagt. Also, ja, wir schleichen uns vorbei. Pass auf, das sind Sechstklässler. Das sind die übelsten, bösartigsten Wesen, die es gibt. Ihr habt doch keine Ahnung. Jeder weiß doch, dass Kiefers Mom die geilsten Titten hat. Alter, hör auf, ständig von den Möpsen meiner Mom zu reden. Leere Flasche. Wollen wir ins Kino gehen? Vielleicht sind sie in Wonder... Erst trete ich dir in den Arsch und dann deinem dämlichen Frosch. Ich hab kein Popo, nur eine Kloake. Ach so, das können wir doch auch, ja. G funktioniert aber nicht. G, ich drück G. I. Oh. Kampfvorteil. Ja, sehr schön. Dieser Fiesling. Kein zur Rettung! Gerechtigkeit von oben! Ach, können wir jetzt zu zweit? Keine Nein, er Gnade. Guckt nur zu, oder? Wir stehen ja auf der falschen Seite diesmal. Standen wir überhaupt schon mal auf dieser Seite? Ich glaube nein. So, dann geben wir ihm erstmal hier unseren Dreifachbrand. Der Brutalo kriegt brutal ab! Euch zeige ich, was brutal ist! Oh nein, der hat ja voll die Energie und wir nicht. Wenn du Leertaste während eines gegnerischen Angriffs drückst, dann füllt das deine Ultimativanzeige schneller und aktiviert deine Gesundheit. Wiederherstellung. Okay. Wow, voll ekelhaft! Brünne. Sechstklässler sind ekelhaft und unhygienisch. Du willst nicht wissen, was sie mit ihren Handtüchern machen. Ja, was haben wir hier? Humankind können wir jetzt. Der kann irgendeinen Kampf... Ich berechne nur ein paar Flugbahnen, ich hab's gleich. Der kann irgendeinen Angriff ausführen. Also, was hier Sinn macht, wäre 2 zum Beispiel. Ich weiß nicht, was 3 ist. Aber mit 2 müssten wir ihn treffen. Wir schießen quasi durch ihn durch, wie es aussieht. Können wir gar nicht auswählen. Wir müssen 1 auswählen. Können wir aber gar nicht. Ja, hier kommen wir gar nicht hin. Irgendwie sieht das jetzt nicht gut mal aus. Sehen. Luftdruck bei 1014, leichter Aufwind. Nö, da treffen wir ja gar nicht von hier aus. Vielleicht müssen wir 4 nehmen. Nein, 3. 4 geht gar nicht. Ja, nehmen wir mal 3. Nein, 3? Moment. Geht auch nicht.
Ja, oder null. Hm, mit Lasern kann man nicht viel falsch machen. Null geht aber auch nicht, oder? Nee, wir treffen ihn doch gar nicht. Wo müssen wir denn hin? Hier oben, aber... Das ergibt gar keinen Sinn. Ach so, Moment. Jetzt können wir... Ah, entweder von hier oder von hier oben. Moment. Also 2 ergibt ja auch nicht sehr viel Sinn, aber 3 könnte hier Sinn ergeben. Hier gibt's kein Zeitlimit, oder? So könnte das doch was geben. Hier, bitte! Können wir das nicht bereden? Halt's Maul, du Pussy! Jetzt sind wir dran. Ach so, ja. Wir können ihm die 2 geben oder die 3. Geben wir ihm erstmal die 2. Moment, wie sieht's mit unserer Energie aus? Oh, wir haben einen Schutz bekommen. Ja, dann riskieren wir es mal mit der 2. Nimm die Hitzewelle. Das Blatt wendet sich. Als Maul, Vierklässler! Für Vierklässler seid ihr extra. Zeit für die Laser! Jawohl, die Laser. Moment. Von hier aus müssten wir ihn treffen, aber da haben wir die Auswahl nicht. Och. Ja, hier treffen wir ihn nicht, wenn wir hier stehen. Und direkt davor. Ah, hier könnten wir hin. Ach so, wir können von hier aus nicht, weil der Neue da steht. Das sind Sorry, Leute, viele wichtige Faktoren. Ja, ja. Das will genau berechnet sein. 3 könnten wir nehmen, wenn wir hier stehen würden, aber das bringt jetzt nichts. Das Einzige, was wir jetzt nehmen können, ist 2. Und das geht durch ihn durch. Geht nicht. Jetstream, zieh Verbündete in deine Nähe und teile sie. Ach so. Mal sehen, wen sollen wir verbrennen? Ein bisschen früh vielleicht. Wow, ja. Du bist so mutig. Wer hat das gesagt? Ach so, der da hinten hat das gesagt. Was haben wir denn Schönes jetzt entgegenzusetzen? Die 2 nochmal? Was anderes geht hier gar nicht im Moment. Das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut. Tittenzwirbler! Autsch. Lass dich da von deinem Freund massieren. Wie fies. Fühlt den Zorn von Humankind! Jetzt können wir aber, ja genau, jetzt können wir zurück und können die Laseraugen einsetzen. 1, dann treffen wir ihn auch. Pew, pew. Pow! Bitte stirbt nicht! Und der Neue hat auch nochmal einen Angriff. Da können wir doch auch 3 einsetzen. Ja. 3, den Plasmastrahl nämlich. Ach, das nenne ich eine Ansage! Na gut, er ist fast am Ende. Oh nein! Er kommt schon wieder mit seinem Finger und steckt ihn uns rein. Wie gemein. Ich bin dran. Okay. Ja, ich glaube, jetzt könnten wir die 3 einsetzen sogar. Über uns hinweg, hoffe ich. Über den Neuen hinweg also. Zu ihm dahin, was auch immer die 3 ist. Ist das nicht Heilung? Ah, Schwindelwind. So viele Möglichkeiten. Schützt einen Teamkollegen. Na, ich glaube, das ist es nicht. Ah nein, nehmen wir lieber die 1. Ja, damit treffen wir ihn. Sehr gut. Brandlaser nochmal. Wow, du hast ihn wirklich besiegt und mich gerettet. Jawohl, wir haben gewonnen. Verklebte Katzenhaare. Ja, die kann man immer gebrauchen. Sollte man immer ein bisschen davon bei haben. Also schaden kann es nicht.
Mobbermatscher. Wow, gute Arbeit, Neuer. Das waren Sechsklässler. Weiter so. Jawohl, unser erster Sechsklässler. Dann hauen wir auch hier den Briefkasten nochmal. Oh, die Pflanze ist kaputt. Der Briefkasten. Ach so, nein, das war der Briefkasten. Wir können alles kaputt machen. Ja, wir kommen gleich. Hähnchenknochen? Okay, schön, Hähnchenknochen. Dann wollen wir doch hier mal ein Selfie haben. Warum habt ihr da so eine stabile Tür hinten im Zaun eigentlich? Die Welt braucht mehr Helden wie dich. Bullis für die Bullis quasi. Du willst ein Selfie mit mir? Aber natürlich. Juhu! Krass, wie du den Sechsklässler fertig gemacht hast. Vielleicht werde ich auch mal so stark. Ja, immer schön dein Müsli aufessen. Und vor allem die Milch trinken, ja. Der alte Mann und das Meer. Ach so. Ach, die sind das. Ich weiß, wer ihr seid. Das ist nicht dein Zuhause. Das spielt keine Musik. Hilf Jimmy, sein großes Projekt abzuschließen und dann machen wir ein Selfie. Jimmy? Geh spielen, Süßi. Irgendwo weit weg von hier. Hilf erstmal Jimmy mit seinem kleinen Projekt, ja? Na gut. Wir wollten doch zu Craigs Haus, oder? Gegengift. Ja, die haben immer Gegengift im Kühlschrank. Ja, wenn man Kinder hat, sollte man immer genug Gegengift da haben. Das ist vielleicht gar nicht so unwichtig. Ach so. Jimmy hat wirklich interessante Freunde. Haha! Die merken das gar nicht. Die haben so intensiv ferngesehen, dass sie es gar nicht merken, dass der Fernseher gar nicht läuft. Oh, wie schön. Moment einmal. Ah, wir können hier oben an den Medizinschrank oder Spiegelschrank. Tada! Sternekostüm. Ich weiß, das hätten wir nicht machen müssen unbedingt. Aber hier können wir doch nochmal unser Glück versuchen. Mal sehen, ob wir einen abdrücken können. Das ist aber schwierig hier. Obwohl, das ist doch so... Sieht gar nicht so schwierig aus hier. Das sollen wir halten. Und das hier. Na also... Nein, das war zu schnell. Oh. Jawohl. Alles raus damit. Sieht aus wie Zahnpasta. Wasserkornnatter? Mhm. Ja, so langsam wird's was. Aber das müssen wir noch eine Runde üben. Können wir hier vielleicht auch was aus dem Mülleimer holen? Nein. Oder doch? Nein. Okay, nichts wie raus hier. Puh, hier haben wir ja schon so gut wie alles durchsucht. Dann gucken wir hier nochmal. Ja. Oh, eine Taschenlampe ist doch bestimmt richtig gut. Ein bisschen Kleingeld. Was ist das? Aha. Ja, schöne technische Sachen hat er hier. So Stehmikrofon und so. Aber das braucht er ja auch. Wir können den Computer nicht einschalten. Ich frage mich trotzdem, was ist das? Wir sind durchgegangen durchs Portal. Wir haben es schon. Taschenlampe da oben. Ah, nicht alles kaputt machen.
Ja, noch haben wir hier also nichts. Dann geht's eben wieder. Moment. Ach, die haben nur ein kleines Haus hier. Die Broflowskis, die hatten ein Zimmer mehr. Wer lässt seine Kinder sich so anziehen? Was soll das? Hör sofort auf damit! Das ist nicht dein Zuhause. Hilf Jimmy, sein großes Projekt abzuschließen und dann machen wir ein Selfie. Ich glaube, wir sind ein freches Kind. Kann das sein? Aber der war auch frech zu uns. Der war nicht nett. Der hat sich negativ zu unserer tollen, tollen Kleidung. Das sieht doch spitze aus, was wir da haben. Zum Glück hat er nichts über unsere Haare gesagt. Das finde ich prima. Warum können wir nicht rein? Der Türgriff hier ist nicht Gold, also wäre das auch nichts. Emo-Zeichnungen. Schön. Ja, also in das... Du näherst dich Super Cracks Festung der Einsamkeit. Er meldet sich nicht. Hoffentlich geht's ihm gut. Na, hoffentlich. Ja, also hier gehen wir in der nächsten Folge rein. Diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen und für eure Kommentare. Lieben Dank auch für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.